Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Deponia. Und zwar Goodbye Deponia mit mir und Rufus. Und wir sind in der Kanalisation. Und seit letzter Folge können wir Dinge austauschen. So wie bei Day of the Tentacle im Schnellverfahren. Das ist schön. Und jetzt will ich mal was probieren. Wir haben hier nämlich ein Schild mit einem Job. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten Kanalisation gibt es nur 5 Slotti. Da reichen meine gelegentlichen Auftritte im Pub vollkommen aus. Wie jetzt? Du hast eine Solo-Karriere gestartet? Wir hatten doch noch Ziele mit der Band. Oh, schade. Ich könnte euch helfen, einen Job zu finden. Nicht nötig. In der gesamten... Da reichen meine... Wie jetzt? Wir hatten doch noch... Okay. Hallo, ihr zwei Turteltauben. Oh yeah. Boon, reiß dich zusammen. Hallo, Rufus. Nix weiter. Wir sehen uns. Bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszu... Boon. Okay. Druckerschwärze. Kiste. Okay, jetzt wird's lustig. Mal gucken. Huch! Was ist hier los? Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Hä? Wie? Was ist das hier? Versteckt sich doch irgendjemand. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir hier rauskommen. Gib dir keine Mühe. Ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Okay. Teppich. Offensichtlich Rufus. Okay. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Sein Kostüm ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Hey, hallo. Uhuhu. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich will hier raus. Vergiss es. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ach nichts. Dann stör auch nicht. Okay. Jawohl, ja.
Ja, und wir haben die Zahnbürste wieder gefunden. Wiedersehen mit einem alten Freund aus dem ersten Teil. Klostein. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Das stimmt. Denn Klostein, wie wir wissen, und Zahnpasta. Zahnpasta und ein Klostein. Da war doch was. Genau. Macht nämlich Chloroform. Moment. Dentosaurus, der Dino-Stein. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Warum sollte er? Geht nicht. Teppich in der Gefängnis, man kann... Na, dann machen wir das jetzt so, komm. Nichts geht so schlecht raus wie Zahnpastaflecken. Och, die Zahnpasta hat dieselbe Farbe wie der Teppich. Okay. Man sieht zwar nichts, aber es wird sie trotzdem zum Nachdenken bringen. Das nennt man stillen Protest. Okay. Hier ist alles pingelig sauber. Ein Glück. Dann werden sie mich wenigstens nicht zwingen, die Zelle zu schrubben. Was ist denn mit deinen Zähnen los? Die sind so weiß. Ich habe sie geputzt. Nein. Im Ernst? Findest du nicht, dass du mit deiner Verkleidung ein bisschen übertreibst? Ich habe einen Plan. Ich male dir das Gesicht mit diesem Klostein hier blau an. Und weiter? Weiter? Bin ich noch nicht. Okay, mal im Ernst. Was findet Goal an dir? Hast du hier irgendwelche Drogen verabreicht? Nicht, seit wir sie um die Ecke gebracht haben. Was? Scheiße. Hey, hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Okay. Dann stör auch nicht. Oder? Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Genau. Der Hunger treibt's rein. Pfeffer und die Zahnpasta. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Okay, komm mal her, ja, Freundchen. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Hehe, halluhu. Was denn nun schon wieder? Also nichts für ungut, aber dieses Essen hier ist ungenießbar. Wir sind ja auch nicht zum Genießen hier. Das ist eine Zumutung. Ich will mich auf der Stelle beim Küchenchef beschweren. Na gut, aber machen Sie schnell. Was? Und, was sagt er? Er hat sich entschuldigt und mir sogar die Küche gezeigt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schwierig es ist, Essen für Sträflinge zuzubereiten. Ich kann Ihnen sagen... Nein! Ich hasse dich. So ein Schrott. Ach, jetzt haben wir aber Kaffee. Warte mal. Oh mein Gott. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Warte mal. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Na, Putzibot, sauber.
Ja, ist manchmal die dumpfe Geschichte hier nicht richtig umgesetzt, ne? Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, so als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Ha. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Hallo. Uhuhu. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann störe auch nicht. Ha. Was ist denn mit deinen Zähnen los? Die sind so weiß. Ich habe sie geputzt. Nein. Im Ernst? Findest du nicht, dass du mit deiner Verkleidung ein bisschen übertreibst? Ha. Ah. Staub. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohl da. Oh nein! War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet. Bravo. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Auf die Krankenstation mit dir! Aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Oh mein Gott, was haben wir denn alles? Das. Wir hauen erstmal ab. Oh. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Ach, guck mal. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Ach, hier geht's lang. Okay. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Burg zugelassen. Ich ahne Schlimmes. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Ich ahne Schlimmes. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-Wurk. Antrag auf. Ah, medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Wurk-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal Wartungsarbeiten.
Aktenzeichen Holler-55. Holler-55 brauchen wir. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Okay, wir brauchen das Holler. Antragsformular 27-WIRG. Antrag auf B, Das ist alles derselbe. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt... Okay. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Na, den Schraubenzieher. Holler-55. So. Und jetzt? Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Okay. Was haben wir hier? Einen Kriechgang. Oh. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Okay, dann gehen wir hier lang. Geht er noch nicht schnell genug, Oppenbot? Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Ha. Hier geht's weiter. Ach, hör auf. Stör ich? Rufusch! Welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufusch. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rück mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Okay. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Ja. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Der gute alte Janosch. Wer hätte gedacht, dass ich mich jemals so freuen würde, ihn zu sehen? Ich sollte mich mal untersuchen lassen. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch.
Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Fritteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambuskatze aufbäbeln und schämen wolltest. Was? Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Aha. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. gab es auch Tode? Tausende Tode. Ja, überhaupt nicht zum Lachen. Stimmt eigentlich. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Na klar ist er vorsichtig. Und wie vorsichtig erfahren wir in der nächsten Folge von Goodbye Deponia. Da, 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 da.